Bevor mit dem Gießen der bronzenen Eber begonnen wird, muss ein Weihrauchopfer für den Gott Merkur dargebracht werden. Und wie unschwer zu erkennen ist, haben die Götter das Weihrauchopfer dankbar angenommen. Und hier der moderne elektrische Schmelzofen. Das Einbringen der Bronzebarren. Und hier wieder der Opferaltar an den Gott Merkur. Hier 1136 Grad Celsius. Die fertigen Gussformen und der Opferaltar. Und hier die Herstellung der Formen aus in Öl gebundenen Formsand.
hier die zum Ausgießen bestimmten Gussformen sowie der elektrische Schmelzofen. Und hier 1147 Grad, hier 1171 Grad, hier 1187 Grad. Also genau die richtige Temperatur zum Ausgießen der bereitstehenden Formen. Und hier der alles entscheidende und spannende Gussvorgang. Das Ausgießen der zweiten und dritten Gussform. Der Rest der geschmolzenen Bronze wird dazu verwendet, kleine Bronzebarren zu gießen, die leicht wieder einzuschmelzen sind. Gebliebene Bronze wird gesammelt damit man sie später wiederverwenden kann. Zum spannendsten Moment, nämlich dem, wo die Gussformen bereitgestellt und geöffnet werden und erkenntlich wird, ob der Guss gelungen ist. Hier die erste Gussform beim Öffnen. Wie man sieht, ist der Guss einwandfrei gelungen.